Und damit blicken wir zu Max Hermes, der weiterhin für uns in Israel ist, heute in Tel Aviv. Guten Morgen, Max. Ja, das israelische Militär hat also der geplanten Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens dem Kriegskabinett ihre Pläne vorgelegt. Aber was ist denn genauer darüber bekannt? Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Marie. Tatsächlich können wir da noch nicht in die Details gehen. Die Mitteilungen, die dazu gemacht wurden, sind relativ kurz. Also eine Evakuierung ist vorgesehen. Zuletzt war da ein Gebiet im Süden des Gazastreifens im Gespräch. Zwischen der Stadt Khan Yunis und etwas weiter nördlich zwischen dem Naturreservoir Wadi Gaza. Dort gibt es offensichtlich eine Stelle, die für mehrere tausend Menschen geeignet ist. Aber nähere Details, darauf warten wir aktuell noch. Währenddessen gehen die Verhandlungen in Katar weiter um eine mögliche Waffenruhe. Da wird auf Beamtenebene jetzt verhandelt und da sind jetzt Details durchgesickert. Demnach könnte in einem ersten Schritt 30 bis 40 israelische Geiseln freigelassen werden. Im Gegenzug würden dann auch 300 Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen sitzen, freikommen. Das liegt aktuell auf dem Tisch. Aber Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, der bei diesen Verhandlungen nicht selbst aktiv ist, der hat jetzt offensichtlich auch neue Forderungen noch erhoben. Er möchte eine Liste haben aller Geiseln, die noch in Gaza sind, die noch am Leben sind. Er möchte davon eine Liste haben und er möchte auch, dass die palästinensischen Gefangenen, dass bevor sie dann überstellt werden an die Hamas, dass sie erst nach Katar gebracht werden. Und das sind dann doch noch mal Schritte, die vorher zur Diskussion sorgen könnten und die jetzt auf Beamtenebene auch diskutiert werden. Man fürchtet, dass Netanyahu diese Pläne, die bislang ausgearbeitet wurden, torpedieren möchte. Max, aufhorchen ließ auch die Ankündigung des israelischen Verteidigungsministers, dass man die Kämpfe gegen die Hisbollah noch mal im Norden des Landes ausweiten möchte. Was bedeutet das für den Nahostkonflikt? Also droht da die nächste Eskalationsstufe? Ja, das könnte durchaus sein, dass da eine zweite Großfront aufgemacht wird. Das hören wir auch immer wieder, wenn wir mit Militärs, mit Soldaten uns unterhalten, aber auch mit der Zivilbevölkerung, dass man im Grunde dort ja auch eine viel gefährlichere Terrortruppe hätte mit der Hisbollah, die über eine viel größere Schlagkraft verfügt und das unabhängig jetzt vom Gaza-Krieg, dass da in jedem Fall auch die Gefahr, die von der Hisbollah ausgeht, vernichtet und ausgelöscht werden müsse. Also es ist durchaus vorstellbar, dass sich dort ein zweiter Kriegsherd auftun wird und das ist das, was jetzt eben auch da durch den Verteidigungsminister noch einmal dann so bestätigt wurde. Wir blicken aber auch immer wieder ins Westjordanland. Dort kommt es oft zu Attacken von Palästinensern auf jüdische Siedler beispielsweise. Aber es kommt auch zu anderen Attacken von jüdischen Siedlern beispielsweise auf Palästinenser, die dort leben. Und ich habe mich dort im Westjordanland auf der arabischen Seite einmal umgeschaut, habe meine Eindrücke in einem Bericht zusammengefasst. Schauen wir mal rein. Ich bin unterwegs in Nablus, im Zentrum des Westjordanlands. Rund 200.000 Menschen leben in der Stadt und ihren angrenzenden Siedlungen. Zusammen mit Jenin gilt dieser Ort den Israelis als Hochburg von Terroristen. Die Palästinenser leben hier unter israelischer Besatzung. Die IDF führt regelmäßig Razzien durch und kontrolliert an Checkpoints. Dabei wirkt Nablus auf den ersten Blick friedlich. Straßenhändler verkaufen für ein paar Schekel Essen oder Kleidung. Eine Bäckerei bietet die lokale Süßspeise Knaffee aus Grieß und Ziegenkäse an. Doch wir sehen auch Polizisten, die patrouillieren, Tag und Nacht. Als Reporter bin ich schnell von einer Traube Kinder umringt. Ich spreche einen Jungen an, auf dessen Jacke eine Waffe zu sehen ist. Das ist ein Symbol des Widerstands. Widerstand, frage ich, gegenüber wem oder was? Gegen die Juden. Antisemitismus verfängt hier schon bei den Jüngsten. Und die Abneigung gegen den verhassten Feind wird durch Bilder wie diese befeuert. Jüdische Siedler, die gewaltsam in ein Haus von Palästinensern eindringen. Entstanden sind die Aufnahmen in Burka, knapp 20 Autominuten von Nablus entfernt. Vom Busbahnhof aus fahren wir in das Dorf in den Bergen. Ein Einwohner gibt uns einen Tipp, der letztlich zu dem Haus führt. Jüdische Siedler sind von diesem Berg aus gekommen, dann sind sie am Gebäude vorbeigelaufen, um sich von unten dem Haus zu nähern und dann dort das Haus zu überfallen. Alles aufgenommen von einer Überwachungskamera. Gleich 7 dieser Kameras gibt es insgesamt, installiert von Eigentümer Reat Yassin. Der 50-Jährige und einige Helfer konnten inzwischen die größten Schäden des Angriffs beseitigen, doch ein Trost ist das kaum. Sie waren schon öfter da und sie könnten jederzeit wiederkommen. Reat und seine Familie schlafen deshalb vorerst bei Verwandten.
Auf dem Weg durch Burka sehe ich Bilder, die nicht nur aus israelischer Sicht verstören. Sie zeigen Terroristen, selbsternannte Märtyrer, die an Anschlägen auf Juden beteiligt waren. Überall im Dorf sind Gesichter von palästinensischen Märtyrern an die Wände gemalt, die die Menschen hier verehren. Dieser Mann beispielsweise soll vor einem Jahr von israelischen Soldaten erschossen worden sein. Er hat sich sein Leben lang, so interpretieren die Leute es hier, gegen die israelischen Besatzer gewehrt. Unser Weg führt uns weiter auf einen Berg. Von hier oben ist eine der jüdischen Siedlungen zu sehen, vor denen die Menschen sich hier so fürchten. Weiter unten im Tal treffe ich Soloman Anis Abu Hussein. Wenige Tage zuvor seien rund 40 Siedler auch in seine Nachbarschaft gekommen, hätten Autos angezündet und plötzlich vor ihm gestanden. Sie schlugen mir einen großen Stein ins Gesicht, brachen mir die Nase. Dann verhinderten sie, dass ein Krankenwagen zu unserem Haus durchkommt. Deshalb konnten meine Blutungen nicht gestoppt werden. Du siehst meine Augen, meine Nase, alles ist stark angeschwollen. Der 27-Jährige wirkt in seiner Darstellung absolut glaubhaft. Unabhängig überprüfen können wir die Vorwürfe letztlich aber nicht. Bevor ich Burka wieder verlasse, folge ich einer Einladung der Familie Hussein. Beim Kaffee erzählt mir der 58-Jährige Moschin, dass auch er Gewalt erlitten hat. Allerdings nicht von den Siedlern, sondern von israelischen Soldaten. Mit einer Waffe hätten sie ihm mehrmals auf den Kopf geschlagen, Hirnblutungen habe er dadurch erlitten. Noch heute spüre er die Nachwirkungen. Noch immer habe ich Probleme, meine Bewegungen zu kontrollieren. Ich fühle mich die ganze Zeit benommen. Mein Kopf, meine Augen, meine Nase, überall fühle ich Schmerzen. Aber mein größtes Problem sind die massiven Koordinationsstörungen. Auf schriftliche Anfrage zu dem Vorfall verweist uns die IDF an den israelischen Grenzschutz, doch dort bleiben unsere Fragen unbeantwortet. Ich verlasse Burka mit einem unguten Gefühl. Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern sind hier keine Ausnahme, sondern die Regel. In Gaza könnte es nach dem Krieg zu einer ähnlichen Konstellation kommen, wenn Israel wie schon jetzt im Westjordanland auch dort die Sicherheitskontrolle beansprucht. Und auch der Vollständigkeit halber noch das, in den sozialen Netzwerken kursieren auch Videos, die einen Anschlag von Bewohnern von Burka auf eine jüdische Siedlung zeigen sollen. Also wir sehen, der Konflikt, der brodelt, der schwelt dort, und eine Besatzung, wie sie im Westjordanland ist, das ist ja auch das, was einige Regierungspolitiker sich für Gaza nach dem Krieg wünschen. Wir sehen schon, das könnte möglicherweise kein allzu gutes Konzept sein. Max, danke für all diese aktuellen Informationen an diesem Montagmorgen nach Tel Aviv.